Und schon wieder zurück bei Dragon Age 2. Wie ihr sehen könnt, ich habe anders mit in der Gruppe, damit wir ein Buch des Bösen vernichten können und Meryl nichts davon mitbekommt. Du vernichtest das Buch. Spaß für die ganze Familie. Anders. Pass auf. Kannst du mal bitte den hier machen? Und kannst du vielleicht auch mal den hier machen? Schön, da fliegen schon die ersten Skelette rum. Das gefällt mir. Was ist mit Hawk los? Warum? Zurück mit dir! Du bist erfasst! So. Wir haben gewonnen, ja. Hochwertiges Langschwert, hallo. Ah ja, gut, das ist jetzt nicht so gut wie das, was wir gekauft haben. Schade, aber naja, gut. Sonst wäre ich auch ein bisschen sauer, wenn wir viel Geld ausgeben für ein Schwert, das wir gekauft haben und dann quasi instant, also das heißt instant, aber irgendwo in der Höhle ein besseres finden können. Haben wir jetzt eigentlich diese ganzen, was waren das eigentlich hier? Aufgaben des Kräuterkundigen, Seeräuber, da müssen wir nur Bericht erstatten. Wentworths Schwester Phyllis wiederholt oft eine altehrwürdige Predigt über Bruder Wentworth. Sie hält sich bisweilen vor der Kirche auf. Segeltuch mit der Inschrift Der fünfte Wind, einem Piratenschiff, das früher das wache Meer unsicher machte. Für jeden Schiffsbeobachter an den Docks ein großer Fund. Das sind alles Sachen, die wir abgeben müssen. Ich habe hier gar nicht mehr die Quest mit. Doch da. Zerstöre Tarones Bücher der dunklen Magie, die in und um Kirkwall versteckt sind. War also noch nicht alles. Wird es noch mehr geben wahrscheinlich. Werden wir Meryl noch das ein oder andere Mal aus der Gruppe rausschmeißen müssen. Zumindest temporär. Sie muss es ja nicht mitbekommen. So haben wir dann auch mal Gelegenheit, anders ab und zu mal einzusetzen. Dass der nicht wütend wird und auf die Idee kommt, dass er uns vielleicht auch umbringen möchte. Bei anders weiß man ja leider nie. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Habt ihr irgendein Anliegen, Anders? Ihr habt für einen Sklaven einfach das falsche Temperament. Ist das ein Kompliment oder eine Beleidigung? Ich frage mich nur, warum euch euer Besitzer nicht getötet hat. Warum haben die Templer euch nicht getötet? Weil ich ein einnehmendes Wesen habe. Anders wird langsam ein bisschen übergriffig, was diese Kommentare betrifft. Also er kann das nicht mal mehr gegenüber den eigenen Leuten zurückhalten, wie sehr er alles hasst, was nicht Magier ist. Und das wird echt unangenehm mittlerweile. Sein Wunsch nach Rache schön und gut, aber er übertreibt es halt massiv. Deswegen werde ich jetzt auch erstmal wieder Meryl mitnehmen. Ich glaube, ich brauche das so ein bisschen. Ich brauche Meryls naive und wirklich gutmütige Weltsicht. Da fühle ich mich viel wohler. Seeräuber auf den Klippen. Fangen wir doch mal an, damit ein paar Quests abzugeben hier. Ich glaube, wir haben einiges zum Abgeben. Lieutenant Harley meinte, ich solle mit euch wegen einer Belohnung sprechen. Ist das alles? Euer Handgemenge mit den Evets-Plünderern erwähnt ihr nicht einmal, dass ihr sie alle getötet habt? Das sagt mir irgendwas. Aber wenn man so viel umgemäht hat, erinnert man sich nicht mehr an alles. Das glaube ich sofort. Da wäre nur noch eine winzige Kleinigkeit. Evets, den Anführer, habt ihr nicht erwischt, richtig? Ich glaube nicht. Sie trugen keine Namensschilder. Evets ist der Schlimmste von allen. Er will bestimmt irgendwann Rache nehmen. Er muss warten, bis er dran ist. Ich werde deshalb jedenfalls keine Schlafstörungen haben. Vielleicht passiert doch überhaupt nichts. Nochmals danke für eure Hilfe. Aber jederzeit. Also für Evelyn, das hilft ihr ja im weitesten Sinne am meisten, wenn wir dabei helfen, hier so ein bisschen Recht und Ordnung aufrecht zu erhalten. Nun gut, dann gehen wir einen Finger. Nicht übersehen. Sie schreit ja fast. Hier geschieht niemals etwas Lustiges. Hier geschieht auch niemals etwas Lustiges.
Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ich höre hier immer nur von Problemen. Die für Unruhe gesorgt haben? Nein? Was? Unruhe? Schnell weg! Schnell weg! Ich war es nicht! Wir müssen zur Kirche. Zur Kirche. Da könnte ich vielleicht auch nochmal reingehen. Denn eventuell ist in der Kirche auch noch was zu finden, was wir noch machen können. Vielleicht hat da jemand... Wie wollen Sie jemals all diese Banner herunterholen, um sie zu reinigen? Du, ich glaube, die reinigen die nicht. Ich glaube, die lassen die einfach hängen. Kann es sein, dass euch das hier irgendwie abhanden gekommen ist? Wo habt ihr... Nein, ich will es gar nicht wissen. Ich bin euch einfach nur dankbar. Überhaupt kein Problem. Ich guck nur mal hier rein. Für den Fall der Fälle, dass hier irgendjemand... Vielleicht... Ach, guck mal an, da. Möge der Blick des Erbauers auf euch ruhen. Ja, ich hoffe nicht. Dafür habe ich hier schon einige Dinge getan. Wenn der Erbauer so ist, wie ihr sagt, dann weiß ich... Nein! Das war so klar. Es war so klar, dass wir hier in der Kirche ein Buch des Bösen finden. Ich sag dazu nichts mehr. Okay. Ja, das wird ja spannend. Das heißt, wir werden da das Buch des Bösen zerstören. Dann werden jede Menge Dämonen auftauchen und dann wird unser Blutmagier, der die Kirche vernichten will... ja, ich bin gespannt, wie das hier ausgeht. Warum wurde euer Freund besänftigt? Wisst ihr das? Nein, und es ist auch ohne Bedeutung. Niemand verdient das. Ich kenne einige Magier, die das durchaus verdienen. Wirklich? Vielleicht sollte man auch Sklaven besänftigen. Dann würden sie nicht mehr fliehen wollen. Wäre das nicht großartig? Sklaven ziehen keine Dämonen an, die von ihnen Besitz ergreifen wollen. So würdet ihr es also rechtfertigen? Eine perfekte Lösung, in der Tat. Ich weiß, man sollte euch beide nicht in eine Gruppe stopfen. Das endet nicht gut. Es ist auch nur übergangsweise, also beruhigt euch ein bisschen. Ein Buch des Bösen wird vernichtet. Jetzt kommen Dämonen. Jetzt kommt wahrscheinlich die Kirche. Ach, ist das schön. Quest aktualisiert, verbotenes Wissen. Findet das Zauberbuch von Fell, einen alten Text, aus dem Tarone einen Großteil ihrer Blutmagie gelernt hat. Es muss irgendwo in der Dunkelstadt sein. Aha. Ich glaube, wir haben alle Bücher des Wissens jetzt vernichtet. Und das stört da unten niemanden? Gut, ich lasse euch die Dämonen hier liegen. Ja, da könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Oh, hallo. Da könnt ihr euch später drum kümmern. Parvollen. Oberung der von Parvollen. Okay, ich lasse das mal gerade ungelesen. Codex aktualisiert. Ich frage mich gerade, es wäre wahrscheinlich besser, wenn wir jetzt mit anders darunter gehen mit den Büchern des Wissens, ne? Weil wenn wir da jetzt Meryl mitnehmen in die Dunkelstadt und dann da irgendwas mit diesem dunklen, finsteren Buch und dem Wissen ist und wir dann da eine Entscheidung treffen müssen, könnte es sein, dass sie uns dafür auch schon wieder hasst. Ich möchte sie gar nicht erst in Versuchung bringen, was das betrifft. Grube des Bösen. Hier ist mal eben einfach die Grube des Bösen. Warum kommt hier ein Symbol von der Kirche? Irgendjemand hat uns hier eine Überraschung hinterlassen. Na gut.
So. Die Falle ist deaktiviert. Da kommen wir nicht durch. Die ist abgeschlossen. Das war's schon. Die war abgeschlossen. Haha. Sehr schön. Ist immer gut, Varric mit dabei zu haben. Ja. Das war abzusehen. Abzusehen, als sie auf dem Boden rumlagen. Wen haben wir da hinten? Ein Arcaner Schrecken, alles klar. Oh Mann. Ja, hier sind wieder jede Menge Fallen unterwegs. Weg ist er. Lass mich raten, hier drin sind auch viele Fallen unterwegs, aber ich muss kämpfen, sonst gehe ich jeder da schwarz. Aua. Da sehe ich die Fallen. Da sehe ich sie. Oder auch nicht. Doch! Wieso hat Varric die denn nicht gesehen? Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, Varric. Okay, wir müssen ein bisschen warten, bis sich das Gewabere hier mit dem Gift verzogen hat, weil das hat sich ja eben auch verzogen. Oder es gab ein... Nee, doch, jetzt verzieht es sich. Sehr gut. Aber lösen wir das jetzt nochmal aus, oder? Ist hier irgendwo der Schalter, mit dem wir das deaktivieren können, dauerhaft? Achso, wir lösen es nicht nochmal aus, na gut. Spektralextrakt. Wo sind wir hier wieder reingestolpert? Und sowas ist mal eben unter Kirkwall, ne? Interessiert auch kein Mensch, dass das hier unten... Ich verstehe das nicht. Zauberbuch von Fell. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Dämonen erscheinen, sobald wir dieses Buch hier anklicken. Da ist zumindest ein Schattenattentäter. Das Buch vernichten. Quest absolviert. Xibenkek. Ein Dämon des Zorns, eine Abscheulichkeit. Mehrere Abscheulichkeiten. Ja, die werden ja gleich sowieso hier runterkommen. Oh nein. Er hat seine ganze Ausdauer verbraucht. Der Heilung. So. Jetzt werden alle einmal durchgeheilt. Xibenkek ist gerade dabei, ordentlich verprügelt zu werden. Ist aber auch offensichtlich nicht sehr, also nicht so schwach, was das betrifft. Kann uns betäuben. Und bekommt noch immer Verstärkung, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Jetzt ist auch die Verstärkung weg. Sehr gut. Und die Dämonen des Zorns sind alleine keine so große Gefahr mehr. Da wissen wir ja mittlerweile auch, das sind die niederen Dämonen. Huch! Wo kommst du denn her? Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, das gebe ich zu. Anders, kannst du bitte nochmal... Ach nee, du bist hier... Doch, könntest du, oder? Wer hat dich umgestoßen, Anders? Sag's mir. Wer war das? Da kommen jetzt doch erstaunlich viele Leute noch hinterher, ne? Hier, greif mich an. Mich angreifen, das ist immer die beste Idee. Lass die anderen in Ruhe.
Hey, nein. Lasst ihr bitte mal den armen Varric in Ruhe. Was ist denn mit euch los? Warum, durch Effekt deaktiviert. Ach so, ich muss das hier mal eben wegmachen. Dann kann ich nämlich den hier nochmal rausholen. Ein hochinteressanter Kampf. Sehr herausfordernd. Exorzist. Sehr schön. Jetzt können wir die ganzen Dämonen hier plündern. Mich würde natürlich interessieren, was passieren würde, wenn wir diese Bücher Gier als Stab... Höheres Dämonen am... Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Mich würde natürlich interessieren, was passieren würde, wenn wir diese Bücher alle lesen und studieren. Welchen Effekt das dann haben würde. Aber vielleicht mal bei einem anderen Spieldurchlauf. Und jede Menge Geld. Auch nicht zu verachten. Hier geht's nicht durch, ne. Da geht's wieder zurück. Aber war dahin nicht noch eine Abzweigung, die wir nicht gegangen sind? Meine ich zumindest. Ich laufe jetzt nochmal zurück zum Anfang, ne. Wir können so hier raus oder eben zurück zum Anfang laufen. Ich meine aber, dahin wäre noch eine Tür oder ein Gang gewesen, den wir nicht entlang gegangen sind. Und zumindest noch ein bisschen was zu plündern, anscheinend auch hier. Nämlich hier entlang. Knochen, aber da... Ach so, okay. Man kommt hier nicht durch. Es ist einfach nur... Ein Gang, aus dem ein Golem kam. So viel dazu. Na gut. Eine weitere Aufgabe. Geschafft. Und wir können erstmal zurück zu unserem Haus. Und Meryl wieder mit in die Gruppe nehmen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen mit Anders. Und Fenris in der Gruppe. Das geht nicht gut. Habe ich eigentlich Post bekommen? Hat sich irgendwer gemeldet? Sind eure Reisen erfolgreich verlaufen? Darf ich euch sagen, wie dankbar ich euch dafür bin, dass ihr Sandal erlaubt, hier zu bleiben? Ach, scheint wirklich glücklich zu sein. Das macht doch nicht so ein Aufhebens darum. Ist doch okay. So, keine neuen Nachrichten für uns. Alles klar. Mit dir alles gut? Ich hoffe, es ist alles in Ordnung, Meister. Alles ist in Ordnung. Schwupp, 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 schwupp. Ha. Die gute alte Gruppe. Jetzt haben wir hier in The Docks jede Menge. Aufgaben des Kräuterkundigen können wir abgeben, aber will ich noch nicht. Lass uns mal in der Unterstadt die Sachen abgeben. Da können wir auch nochmal bei den Händlern vorbeigucken. Da war ja der ein oder andere. Ob wir nicht noch... Obwohl, hier habe ich, glaube ich, alles durchsucht. Sicher bin ich mir gerade zwar nicht. Meryl, ich habe in deiner Abwesenheit habe ich Dinge gefunden. Ja. Es ist halt Blutmagie, ne? Dann könnten wir das hier weiterreichen an Anders. Ja. Ja. Ich gebe ihr einfach mal die Ausrüstung, die der Dämon bei sich hatte. Ich bin sicher, das ist eine gute Idee. Passt schon. Das Bekleidungsgeschäft hatten wir aufgesucht, naja. Aber hier kann ich den Plunder verkaufen. Stab des Verzauberers, ne. Der Dolch kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg und das kommt weg. Dann die hochwertige Plattenrüstung behalte ich, den hochwertigen Helm behalte ich. Jetzt haben wir ja eigentlich, ne? Jetzt haben wir die Sachen beisammen, die ich brauchte, um zu entscheiden, ob wir
ob wir mal die Ausrüstung wechseln. Und ich glaube, das werden wir gleich auch machen. Die ganzen Talismane behalte ich jetzt erstmal. Da müssten wir dann wieder entscheiden bei unseren anderen Gruppenmitgliedern, ob die nicht noch was davon brauchen könnten. Wäre also wieder ein längerer Prozess, da einmal komplett durchzuschauen. Dieser Siegelring, ich weiß nicht, was ich... Ich nehme den mal mit. Für 8 Goldstücke. Geschenk. Ich nehme den mal mit. So. Ich weiß zwar nicht, wohin damit, wer das haben möchte, aber irgendwer möchte es ja anscheinend haben. Insofern, dafür bin ich immer bereit, das Gold auszugeben. Ah, im gehängten Mann müssten wir auch nochmal mit Varric reden. Hier können wir sogar mehrere Sachen gleichzeitig machen. Ortskenner Geralt. Überprüft mal eure Taschen. Ich glaube, ihr habt etwas verloren. Wo habt ihr das her? Genau das brauche ich. Besten Dank. Überprüft mal eure Taschen. Ich glaube, diese Leiche hier habt ihr verloren. Könnte das sein? Wo habt ihr denn diese Leiche her? Besten Dank. Ich habe schon mein ganzes Zimmer danach durchsucht. Ah ne, ich laufe falsch. Wir müssen da oben entlang. Wobei, nee. Oder doch. Das ist in Ordnung hier. Das ist ja die Unterstadt, das sind nicht die Docks. Unterstadt ist okay. Was? Meryl? Aha, nee, Fasch. Ich habe eine Kleinigkeit gefunden, die wohl euch gehört. Ich dachte schon, wir hätten es verloren. Wie so viel anderes. Hab Dank. Überhaupt kein Problem. Wenn ich doch schon mal hier unten in der Ecke bin. Kann ich mit Meryl reden? Nein. Beim Schreckenswolf. Warum herrscht in meinem Haus eigentlich immer so eine Unordnung, wenn ich Besuch habe? Na gut, ich kann nicht mit Meryl reden. So, Aufgabe des Kräuterkundigen. Dafür möchte ich aber noch einmal rausgehen. Nämlich hier in den Sunderhügel. Da muss ich ja irgendwas verpasst haben. Beim Sunderhügel muss es irgendwas geben, wo ich diese eine Sache noch finde, die ich suche. Und da ich ja oben alles durchsucht habe, den Pass entlang... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alles sehr gründlich durchsucht habe. Kann es ja eigentlich nur was sein, was ich hier eventuell verpasst habe. In der Siedlung. Vielleicht muss ich da nochmal mit allen reden oder so. Das könnte natürlich sein. Habt ihr Dinge dabei? Nein, mit denen kann ich gar nicht reden. Aber Haren Paivel... Sei vorsichtig. Etwas okay. Da draußen hungert nach den Unachtsamen. Alles klar. Ein Sturm zieht auf. Ich kann ihn riechen. Andara Natishan, Hawk. Andara Natishan. Ist mir eine Freude. Hier, Alethem Part 2. Habe ich gelesen? Habe ich nicht gelesen. Kodex aktualisiert. Schild aus Eisenborg, Kurzbogen der Dalish, Elfenlederrüstung. Alundris. Fenheralds Zahn. Bonus auf Fallenumgehung wäre natürlich schön. Oh, ein schöner Ring. Buch der Methodik. Keine Gegenstände dieser Art, nee. Ich glaube, der hat nichts, was irgendwie... Ich kann Plunder verkaufen. Die Bocknerkunst der Dalish ist unvergleichbar, das versichere ich euch. Jojo, ich glaube dir das. Jetzt muss ich mal gerade gucken hier. Gefährten, der aktuelle Stand. Der Tethras. Ach so, das ist für Varric. Aha. Aufgaben des Kräuterkundigen hier. Als alte elfische Konstrukte sind die Waterals vermutlich irgendwo auf dem Sunderhügel zu finden. Allerdings dürfte man kaum zufällig auf diese Biester auf diese Bestien stoßen. Waterals, ach so. Okay, ich glaube, dann hat das doch keinen Sinn, hier zu suchen. Ich vermute mal, das hängt dann vielleicht irgendwie mit der Story zusammen, dass man da erstmal weiterkommen muss. Bevor man das dann machen kann. Weil ich habe jetzt eigentlich alles durchsucht. Bin ich überzeugt. Und Waterals habe ich dabei keine gefunden. Das bedeutet auf in den gehängten Mann mit Varric reden, ihm das Geschenk übergeben. Da freut er sich bestimmt. Wahrscheinlich kann ich ihn dann anflirten. Im Gegensatz zu Meryl, wo das nicht klappt. Und dann... Ja, dann... Ah, das ärgert mich mit den... Ich bringe das aber trotzdem schon mal zurück, das eine, was wir gefunden haben.
Sir Ulrich hat mich aus der Sünde errettet. Oh, das ist ja gut. Das freut mich. Dirnenschamesröte. Welch skandalöse Name für eine derart hübsche Blume. Skandal. So, kann ich hier noch irgendwas kaufen? Ring der Gläubigen, ja. 7% Heilung für diesen Charakter. Trank der Steinrüstung. Schon nette Sachen auch hier mit dabei. Willkommen zurück. Warum erlaubt uns die... Schwere Samtrobe. Kapuze der Formari. Das wäre schön, wenn wir Magier wären. Dann könnten wir uns hier richtig gut ausrüsten, aber jetzt hilft es uns einfach nichts. So viele Einschränkungen. Ja, so viele Einschränkungen. Wer will schon so viele Einschränkungen haben? Das ist ja ärgerlich. So. Es bleiben tatsächlich nur noch die Docks und die Aufgaben des Kräuterkundigen und natürlich ganz, ganz wichtig, der gehängte Mann. Hawk, ich habe Neuigkeiten. Und vielleicht solltet ihr euch dafür hinsetzen. Oder euch betrinken. Oder beides. Warum lasst ihr euch von mir nicht ein Bier spendieren und wir unterhalten uns? Ihr macht es nur noch schwerer. Aber wenn ihr bezahlt, sage ich zu einem Bier nicht nein. Ich habe die Augen nach Bartrand offen gehalten. Er ist aus den tiefen Wegen direkt nach Rivain geflohen. Vermutlich, weil er wusste, dass ich ihn dort nicht aufspüren konnte. Ich habe gehört, er könnte wieder in Cogwall sein. Er hat von einigen seiner Kontakte in der Oberstadt Darlin zurückgefordert. Wollte er in der Oberstadt bleiben oder war er nur auf der Durchreise? Wenn meine Informationen stimmen, und das tun sie immer, besitzt er dort ein Haus. Und das wiederum gibt uns die Möglichkeit, uns mit meinem geliebten, wundervollen Bruder zu unterhalten. Na, sieh mal einer an. Wie geht es euch dabei, Varric? Ihr fragt, wie es mir geht. Bartrand ist schuld daran, dass Bethany heute nicht hier ist. Er muss sich dafür verantworten. Ich muss das wieder in Ordnung bringen, soweit es eben möglich ist. Das ist nicht deine Schuld. Wir haben uns dazu selber entschieden. Auch Bethany hat ihre Entscheidung getroffen. Würde Bartrand es wirklich riskieren, wieder hierher zurückzukommen? Ich glaube, wir wissen beide, dass Bartrand für Geld alles riskieren würde. Hier findet er viel leichter einen Käufer für das Schmuckstück, das er gestohlen hat. Außerdem sind all seine Kontakte in Kirkwall. Ich habe Bartrand wirklich vermisst. Wir werden uns viel zu erzählen haben. Das sehe ich auch so. Bianca hat ihn schrecklich vermisst. Statten wir ihm einen Besuch in seinem neuen Haus ab. Wir müssen ihn ja in der Nachbarschaft willkommen heißen. Drei Kupferlinge der Krug. Ach, was freue ich mich. Familienangelegenheiten. Aber erstmal haben wir noch was zu besprechen. Ich habe etwas für euch, Varric. Der Siegerring meines Vaters. Wo habt ihr ihn gefunden? Bartrand hat ihn versetzt, um die Expedition bezahlen zu können. Es ist unglaublich, dass ihr ihn gefunden habt. Das klingt genau wie eine der Geschichten, die ich über euch erfinden würde. Ja, klar, gerne. Vergesst nicht, dass ich ihn aus dem Bauch eines Drachen geholt habe, wenn ihr den Leuten diese Geschichte erzählt. Ich werde auch noch ein paar Werwölfe und Griffons einbauen, um das Gleichgewicht zu wahren. Nun ja, vielleicht ignoriert mein Kontakt vor den Toren Orsamas meine Briefe ja ab sofort nicht mehr. Harrowmont hofft, dass die reale Welt einfach verschwindet, wenn er nur seine Augen schließt und es sich innig genug wünscht. Wie auch immer, ich bin euch etwas schuldig, Hawk. Erinnert mich später daran, dass ich eure Rechnung übernehme. Ha, also gibt er mir ein Bier aus, dann wären wir wieder quitt. Perfekt, das freut mich. Nun gut, dann haben wir das auch erledigt. Aber Varric war uns ja sowieso schon sehr zugetan. Da war nichts mehr zu gewinnen, also nicht mehr nach oben. Wart ihr jemals mitten in einem Sturm auf dem offenen Meer? Das ist das beste Gefühl der Welt. Nein, gut. Okay, also die Docks haben wir und bei Nacht können wir offensichtlich die Familienangelegenheiten lösen. Wo ist denn das neue Haus vom guten Bartrand? Dass der sich überhaupt nochmal hier hinwagt, der müsste doch mittlerweile auch... der müsste doch mittlerweile auch wissen, dass wir hier der... Held von Kirkwall mittlerweile sind. Es ist ja nicht so, als wären wir in der Stadt unbekannt. Also muss er ja wissen, worauf er sich einlässt. Naja gut, wenn er meint, dann können wir das gerne ausdiskutieren. Die wohnen immer alle hier oben irgendwo.
Wenn es böse Leute gibt, dann wohnen sie hier hinter der Kirche. Ein Omen. Ein Omen, definitiv. Da vorne wohnt er. Da oben rauf. Bartrands Anwesen. Tja, und was in Bartrands Anwesen geschieht? Da könnt ihr euch schon denken, was jetzt kommt. Das sehen wir in der nächsten Folge. Und darum bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss!